Die ukrainische Armee will ihre Positionen statt Bachmut im Osten der Ukraine verstärken. Die für Monate gekämpft wurde am Morgen für eine Fortsetzung des Verteidigungsbetriebs und Stärkung unserer Position in Bachmut, sagte das Präsidentenbüro Kiew über Spekulationsabzug ukrainischen Soldaten. Bachmut ist seit letztem Sommer sehr wettbewerbsfähig. Der Kampf um die kleine Industriestadt, die vor dem russischen Angriff rund 70.000 Einwohner hatte, ist der längste Kampf im Ukraine-Krieg. Tausende von Soldaten auf beiden Seiten wurden bereits getötet. Die Stadt ist von geringfügiger strategischer Bedeutung. Daher war sie in erster Linie ein symbolischer Wert für Russland. Die Stadt war jetzt von drei Seiten umgeben. Bachmut. Anstatt einen vollständigen Stromkreis zu riskieren. Der Streit zwischen Moskau und der Wagner Mercenary Group verschlimmerte IS wurde noch nicht durchgeführt. Die Front drohte dann zu den Grenzen Russlands. Vielleicht noch weiter? Die russische Führung und Verteidigungsminister Sergei Shoigu beklagte sich mehrmals und beschwerte sich über den Mangel an Munitionslieferungen.